Hi, ich bin der Winko und ich bin im Finale von Toys to Masters 2018. Schon lange davon geträumt, mal in jemand zu sein, der nicht nur im Schatten steht, sondern ganz allein die dunklen Mächte der Welt zu bezwingen vermag. Doch konnte ob ich damit gerechnet hätte, dass ich ins Finale komme? Ganz sicher nicht. Ich habe mir vor kurzem ein Video von Anfang des Jahres von mir angeguckt und bis dato dachte ich so, das ist wirklich das Nonplusultra an Auftritten gewesen bisher. Und das muss ich jetzt revidieren. Ich bin tighter, ich habe mehr Ideen, ich bin freier, ich hab das Komplettpaket praktisch erneuert und bin besser geworden. Das bisherige Highlight war definitiv das Halbfinale in der Harmonie Bonn und die ganze Location und die Menschen, die da waren, das war ziemlich, ziemlich geil. Das nehme ich mit und werde ich mich noch lange dran erinnern. Ich glaube, wenn ich das Toys to Masters wirklich gewinnen sollte, dann gönne ich mir erstmal ein Bier und danach wird ordentlich, ordentlich die Nacht durchgefeiert. Was ich meinen Fans sagen möchte, ist, dass ich ihnen unendlich dankbar bin, dass sie mich bis hierhin gebracht haben, weil ohne diese tatkräftige Unterstützung wäre das definitiv nicht möglich gewesen. Leute, die teilweise 200 Kilometer hier hinfahren, um mich anzufeuern, das lässt nicht nur das Künstlerherz aufblühen, sondern auch mein persönliches Ich. Wenn ich mich und meine Musik in drei Worten beschreiben müsste, dann wären das chaotisch, unkonventionell und neu bzw. noch nicht da gewesen. Ich singe Eyo. Ich singe Eyo. Ich singe Eyo. Bonn, seid ihr da? Nochmal, Bonn, seid ihr da? Gut, mein Name ist Winko, ich komme aus Wülfrath. Ich freue mich sehr, heute Abend hier vor euch stehen zu dürfen und wünsche euch viel Spaß mit meiner kleinen Show. In dem Sinne, schönen guten Abend! Jungen über mich, den Träumer, und wo ich mich so herumtumme, wurde als Tagträumer beschimpft und von den Leuten ausgelacht. Und das nur, weil ich sie sehe, diese fantastische Farbenpracht. Ha! Kritische Augen sehen mich von allen Seiten an. Sie sagen, wär selbstverliebt und über alle Maße arrogant. Doch ich weiß, ich weiß es besser. Ich bin die geilste Sau im Stall. Schöner als George Clooney und krasser als der Urknall. Hey! In meiner Fantasie ist alles möglich. Hier oben bin ich der Weltkönig. Ich habe zwei, drei Schlösser und eine Superkraft. Eine vergoldete Toilette, etwas Bier vom Fass. Und keiner, der mir sagt, du passt nicht in die Norm. Hey Leute, ich bin jetzt mal ehrlich, ich bin mit Fantasie geboren.
Und nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Winko, ich komme aus Wilfrath, wie es gerade schon im Video gesagt wurde. Und ganz zu Beginn eine kurze Anmerkung. Alles, was ihr hört, ist live mit einer Loopstation aufgenommen. Das ist das Gerät, was ich mit meinen Füßen bediene. Und das heißt nichts anderes, als dass ich mich selber, meine Stimme und meine Gitarre hier vorne auf der Bühne aufnehme, sodass es sich nach mehr anhört, als es aussieht. Heißt außerdem, es ist alles live, nichts ist mitgebracht. Ich zeige euch einen Prozess und keine fertige Aufnahme. In dem Sinne wünsche ich euch viel, viel Spaß. Hoffe, dass ihr Bock habt zu klatschen, zu singen, zu tanzen. Und wünsche euch einen sehr, sehr geilen Abend. Gedacht, ihr hättet mich ausgelacht, doch nun stehe ich hier vor euch mit stolzer Brust, hab meine Worte parat und bin mir dessen bewusst, dass Fantasie kein Fluss, sondern eine Gabe ist, ein Geschenk des Himmels und Inspiration für mich. Nun glaub mir, andere Leute schreiben es in Büchern nieder, tja, ich singe meine Lieder drüber. Drum bin ich Engel, bin ich Teufel, bin ich Sensenmann, bin ich ein Gott, der wirklich allumfassend alles kann. Bin ich Pirat, bin ich der Sklave oder der Papagei, ich war schon als lebendige Schiff dabei. Bin ich ein Ritter, bin ich König, bin ich Hexe und so. Hab alte Arthur schon und zählig viele hinterversohlt. Bin ich ein apokalyptisches Elend, ein Monsterpflanze mit Stacheln im Mund, als ein Reisender aus einer anderen Zeit, einer, der den Glauben der Welt entzweit. Huh, drum sing ich. In meiner Fantasie ist alles möglich. Ja, worum bin ich der Weltkönig? Ich habe 200 Schlösser und eine Superkraft. Einer vergoldet sitzt und letzte etwas Bier vom Fass. Und keiner, der mir sagt, du passt nicht in die Norm. Hey Leute, ich bin jetzt mal ehrlich, ich bin mit Fantasie geboren. Schönen guten Abend zusammen. Träumer. Jeder liebt es, wenn Kinder sich als Sportler oder Rockstars verkleiden. Doch warum nimmt denn das Verständnis dafür ab? Sobald wir älter werden und unsere Träume leben, wollen wir denn wirklich über das bestimmen? Woran zu glauben, haben wir denn unseren Stempel nicht schon fest genug aufgedrückt? Denn die Jugend erreicht erst die Meisterstück, wenn sie frei fliegen. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt, sagt schon ein altes Sprichwort. Wir sind bereit, alles zu geben, denn wir sind hier. Whoa. Wir haben zu viel Zeit im Schatten der Welt verbracht, stehen gerade erst auf. Whoa. Alle Stimmen verstummen, sind über jeden Zweifel erhaben.
an dieser Stelle brauche ich einmal eure Hilfe. Und zwar machen wir da einen Con-Response-Teil draus. Das heißt, ich singe euch was vor und ihr singt das nach. Seid ihr damit einverstanden? So, und jetzt auch nochmal die Leute, die nicht für mich gerade da sind. Bon, seid ihr damit einverstanden? Aufgepasst, das Ganze geht gefolgt. In 3, 2, 1, hey. Whoa. Jetzt mal nur die Herren bitte. Und die Damen. Danke sehr. Ja, da wo ich herkomme, das sagte man mir. Ich sei in der Welt nichts wert, ich sei das Geld nicht wert. Und trotzdem stehe ich jetzt hier und tue Dinge, auf denen andere nur geträumt haben, sie zu erreichen. Darum lass mich singen, tanzen, springen, lachen, hatschen und auch manche kurze Bäume machen. Lass dich nicht beirren und hör auf das, was Winko dir sagt, das ist ein schöner Tag. Für dich, für mich, für alle, lass uns aufstehen, lass uns raus und lass uns schreien. Hey, und es ist ein guter Tag, ich mach mir keine Sorgen. Doch wenn ich welche hab, mach schnell auf Gänseblümchen im Sonnenschein. Nur dass ich keine Blüte, sondern zwei gesunde Beine, mit denen ich laufen kann. Und ja, das flüster ich dir, überall ist es besser als ungewollt hier. Drum halt an deinen Träumen fest, mach das, was du willst, denn du bist du und das ist gut. Also lass dir bitte nie mehr sagen, was du eigentlich kannst und was du einmal wirst. Wir sind die Träume einer Generation aus Möglichkeiten, außerstande diese zu beschreiben. Nur hör gut zu, was gut davon ist, hier gehen an wirklich alle. Handballer, Fußballer, Basketballer, Tennisspieler, Radfahrer, Baseballer, Volleyballer, Hammerwerfer, Judoka und Karate, Taekwondo und Boxer, Leichtathletik, Mountainbiken, Singen, Flingen oder was für Schwimmen, rein, Singen, Surfen, Klettern, Roden, Laufen, Schießen, Tauen, Ringen, Fickern, Surfen, Yoga, Weitschuhen, Ski und Jog, ganz egal was du willst, mal an Dinge und träumen, dann kommen wir zusammen und singen dieses Lied. Wir haben zu viel Zeit im Schatten der Welt verbracht, stehen gerade erst auf. Alle Stimmen verstummt, über jeden Zweifel erhaben. Wir sind die Träumer einer Generation. Tausend Möglichkeiten, darum singen wir. Reißen die Fesseln los und fliegen, fliegen, fliegen zum Himmel empor. Zu sein, der nicht nur im Schatten steht, sondern ganz allein. Die dunklen Mächte der Welt zu bezwingen vermag. Doch ich konnte nichts tun gegen das, was dann eintrat. Er hat mich gehänselt und geprügelt, in der Schule verhauen. Ja, so auf dem Dot, ich konnte wirklich niemandem trauen. Nimm die Schläge wie ein Mann im Bauch oder im Gesicht. Im Haupt, der ist mal selbst probiert. Ich glaube nicht, ja, um eure Fehler wirklich einzusehen. Braucht man ein Hirn, das ihr nicht habt und ein Herz zum Fühlen. Darum komme ich euch holen und ich verspreche euch ehrlich. Ich bin groß und ich bin stark mit einem Wort. Ich bin gefährlich. Ich bin gefährlich, ganz ehrlich, es ist Payback-Time. Ja, und ich komme euch holen und ich verspreche euch ehrlich, ich bin groß und ich bin stark mit deinem Wort, ich bin gefährlich. Wurde als von
Monat abgestempelt und erkläre euch nun, mit Einsen in Chemie und Physik kann man Bomben bauen. Auch habe ich schon eine Million Martial Arts Filme gesehen. Jackie Chan und Bruce Lee trauen sich bloß hinter mir zu gehen. Ha! Hat die fortgeschrittene Jedi die Schule besucht, mit deinem Lichtschwert in der Hand kann mir keiner etwas tun. Und komm ich doch einmal in Not, zieh ich den Elfenbogen. Der hat bloß 10 auf Angriff und der hilft mir euch zu drohen. Denn um eure Fehler wirklich einzusehen, braucht man anhören, was ihr nicht habt und ein Herz zu fühlen. Darum komme ich euch holen und ich verspreche euch ehrlich, ich bin groß und ich bin stark mit deinem Wort, ich bin gefährlich. Ich bin gefährlich. Ganz ehrlich, es ist Payback-Time. Ja, und ich komme euch holen und ich verspreche euch ehrlich, ich bin groß und ich bin stark mit deinem Wort, ich bin gefährlich. Ich bin so rachelustig, hey, ich schrieb darüber ein Lied. Ist es wirklich das, was du willst? Sprach zu mir, na nur wer redet denn da? Ich bin sichtlich verwirrt. Engel links und Tafel rechts liefern sich ein Duell und sich Moral um die Ohren. Viel zu schnell und ich in der Mitte überlege, was ich tun soll, wer ich bin, was ich war, was ich will. Und wieder einmal komme ich ins Grübeln und denke daran, wie es war, Gott zu sein, ohne eine Hand, die dir hilft. Nein, das bin ich nicht, nein, das will ich nicht, nein, das werde ich niemals tun. Denn am Ende des Tages kommt es nur darauf an, dass du dich selber im Spiegel ansehen kannst. Ich bin nicht groß und auch nicht stark und ich bin auch nicht gefährlich, aber eins kann ich versprechen, hey! Ich bin menschlich. Die Musik und alles, was damit zusammenhängt, was tun, er hätte muss er. Hey, hallo, mein Name ist Winku und ich winke euch zu und ich schreibe schnell einen Song, der euch wirklich gefällt, der eure Hüften und den Körper zum Wippen bringt. Erst nach links und dann nach rechts und dann nach oben und unten und dann tobt die ganze Halle. Ja, ich hab's gefunden, das Mittel zum Zweck. Doch was damit zusammenhängt, hätte ich niemals gedacht, denn um mich herum tanzt die ganze Nachbarschaft. Alles, was ich wollte, war ein bisschen tanzen, die ganze Nachbarschaft auf den Beinen, nicht alleine. Keiner will mehr die Ruhe, die ich so verfluchte. Habt ihr es noch nicht gehört, was hier passiert? Denn die ganze Nachbarschaft tanzt und niemand sehnt sich mehr nach seinem Schlaf. Schön Wetter, das hat gerade eben schon vorgemacht. Als allererstes hätte ich von euch gerne einen riesigen Applaus für das Team vom Toys to Masters. Dann einen zweiten großen Applaus
für alle ehrenamtlichen Helfer und Bands, die das heute Abend hier mitgestalten. Und einen dritten, alles übertönenden Applaus für die Technik und das Licht. Und weil wir jetzt gut drauf sind, wollen wir tanzen, denn das Lied heißt ein Lied übers Tanzen. Und ich mache euch das vor, wir machen das zusammen nach. Das wird richtig lustig. Aufgepasst, das Ganze geht wie folgt. Erst nach links und dann nach rechts und dann nach oben und unten. Und dann zog die ganze Halle, ja, ich hab's gefunden. Das ist alles. Erst nach links und dann nach rechts und dann nach oben und unten. Und dann zog die ganze Halle, ja, ich hab's gefunden. Sieht super aus. Erst nach links und dann nach rechts und dann nach oben und unten. Und dann zog die ganze Halle, ja, ich hab's gefunden. Woo! Erst nach links und dann nach rechts und dann nach oben und unten. Und dann zog die ganze Halle, ja, ich hab's gefunden. Jetzt könnt ihr auf doppelte Geschwindigkeit, bitte. Erst nach links und dann nach rechts und dann nach oben und unten. Und dann zog die ganze Halle, ja, ich hab's gefunden. Erst nach links und dann nach rechts und dann nach oben und unten. Und dann zog die ganze Halle. Ich hab's gefunden. Erst nach links und dann nach rechts und dann nach oben und unten. Und dann tobt die ganze Halle. Ja, ich hab's gefunden. Erst nach links und dann nach rechts und dann nach oben und unten. Und dann tobt die ganze Halle. Danke sehr. Das Mädel sind weg. Doch was damit zusammenhängt, hätte ich niemals gedacht. Bin um mich herum. Tanzt das Finale vom Teuerste Masters 2018 mit dem Bürgermeister und der ganzen Nachbarschaft. Alles was ich wollte war ein bisschen tanzen die ganze. Auf den Beinen, nicht alleine. Keiner will mehr die Ruhe, die ich so verfluchte. Habt ihr es noch nicht gehört, was hier passiert? Denn die ganze Nachbarschaft tanzt und niemand sehnt sich mehr nach seinem Schlaf. Niemand sehnt sich mehr nach seinem Schlaf. Niemand sehnt sich mehr nach seinem Schlaf. Das war's. Bonn! Bonn, ich komme zu meinem letzten Song. Und den Song habe ich beim Teuerste Masters noch nicht gespielt. Und ich möchte mich genau mit diesem Song aus dem Teuerste Masters Wettbewerb verabschieden. Ich danke allen Leuten, die mich bis hierhin gebracht haben, die jede Veranstaltung mit hierher gefahren sind. Auch wenn es lange, lange Strecken waren. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ihr erfüllt mein Herz als Mensch und als Musiker. Vielen Dank euch. Und als letzten Song heute Abend spiele ich eine Nummer bei mich selber. Der Teufel trägt kariert. Thank you.
dieser Song ein bisschen selbstironisch. Ihr seht es, mein Outfit ist kariert, ihr seht die Leute hier vorne. Und genau darauf baut dieser Song auf. Und das Ganze klingt ungefähr wie folgt, aufgepasst. Hallo und einen schönen guten Tag, darf ich Ihnen was empfehlen, was ich selber gar nicht mag. Wie wär's zum Beispiel mit diesem unbarbaren Tand, das kaputt ist, kaputt, nicht so ganz, schütteln Sie die Hand oder was anderes. Ja, zum Beispiel dieses Haus, die Türe quietscht, stickt abscheulich und die Ratten rennen raus, wie bitte? Ja, ich weiß, meine Stimme, die ist nett, schlagen Sie ein, dann ist der Deal perfekt. Ich mache stets kaputt, was Sie sich händeringend bauen. Ich bin das Gegenteil von Glück, hab scharfe Zähne und doch Clown. Moral und Skrupel kenn ich nicht und ich lache stets vor Hohn. Im Duden und auf Google steht's, ich bin der Teufel in Person. Der Teufel in Person. Ich bin ein Tunichgott, ein absoluter Nichtsnutz. Hab kein Gewissen, vor mir gibt es keinen Schutz. Chlorin in den Geld aus der Tasche und hock Kindern auf die Nase. Ich bin das Weltenproblem, ich bin hier die Krux. Bekaufe 2 und 1, klau ich mir 3. Feiere Weihnachten in der türkischen Bäckerei. Packe da, wo man nicht stehen darf, im Kreisweg, da geb ich Gas und Platz und bieten ist nur Schererei. Ich kann Böses tun, so viel ich will, ich kann nicht meckern. Denn die Probleme dieser Welt gehen mich alle doch nichts an. Und solange der Deckel noch nicht auf der Kiste ist, ich mache stets kaputt, was sie sich händeringend bauen. Ich bin das Gegenteil von Glück, hab scharfe Zähne und doch Clown. Moral und Skrupel kenn ich nicht und ich lache stets vor Hohn. Im Duden und auf Google steht's, ich bin der Teufel in Person. Der Teufel in Person. Hier brauche ich auch nochmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr eine Sache macht. Aufgepasst. Hey! 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 Der Teufel trägt halt rot und schwarz kariert. Beutet dich aus, ohne dass du es kannst kapieren. Führt dich hinters Licht, raubt dir die Schuhe, stellt dir ein Bein, klaut dir die Ruhe. Ich bin's, der bei deiner Faust regiert. Der Teufel trägt Chucks und ne Deadpool Cap. Ja, ich bin wirklich alles andere als nett. Und solltest du dich fragen, sag, bist du nicht einsam und alone? Sag ich natürlich nicht. Schließlich bin ich der Teufel in Person. Schließlich bin ich der Teufel in Person. Vielen Dank, Bonn! Wenn euch das gefallen hat, like mich auf Facebook, gebt mir alle eure Stimmen. Schönen Abend noch! Wie cool! Der Marc Forster aus Wülfrath. Das war Winku. Da soll mal einer sagen, Männer sind nicht multitaskingfähig. Habt ihr das gesehen, was der Junge hier alles macht? Meine Güte, ey, das... Ich würde ja schon... Gitarre spielen und singen reicht schon. Unglaublich. So, wir schalten rüber zu Dennis. Dennis, ist der Winku schon bei dir? Ja, Winko ist gerade angekommen. Winko, ich habe viele Fragen. Du hast im Trailer gesagt, das Halbfinale war dein bisheriges Highlight. Hast du jetzt ein neues? Mit Sicherheit. Also das war nochmal stimmungsmäßig eine ganz andere Nummer, auch wenn ich heute alles andere als fehlerfrei gespielt habe. Du machst ja alles live, alles alleine. Wie findest du das? Ist das für dich ein Vorteil oder ein Nachteil gegenüber den anderen Bands? Was meinst du so? Ich denke sowohl als auch. Ich glaube,
dass es etwas ist, was man nicht alltäglich sieht, das vielleicht auch noch nicht jeder kennt. Allerdings ist stimmungsmäßig was rüberbringen immer einfacher in einer Band mit anderen Leuten zusammen. Was man auf jeden Fall auch nicht so oft sieht, sind 100 Leute, die alle im gleichen Hemd rumlaufen. Habt ihr in Wülfrath nur einen Laden oder was hat das auf sich damit? Das hat sich irgendwann verselbstständigt. Ich habe ein, zwei Leute gefragt, ey, ja, ihr könnt ja eigentlich auch ein kariertes Hemd anziehen. Das hat sich scheinbar rumgesprochen. Lana, wie sieht es denn da vorne aus vor der Bühne? Haben wir einen von den karierten Teufeln? Ich habe nicht nur einen, mein lieber Freund. Guck dir das mal an. Das ist eine ganze Menge. Winku, siehst du diese Massen? Die sind für dich hier, für dich. Also ich würde sagen, das ist schon mal echt gefährlich. Ja, also bevor wir hier ins Eingemachte kommen, muss ich erst mal fragen, was trägt der Teufel? Ja, okay, okay. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz, ich habe ja heute Abend das erste Mal das Vergnügen mit dir gehabt oder mit euch. Und ich habe da diesen Tanz mitbekommen und das war mir zu schnell. Tut mir leid, ich bin nicht so schnell. Deswegen brauche ich nochmal eure Hilfe. Alexa, richtig? Genau. Oh, ich hab's mir gemerkt. Alexa, du und ihr alle, wir machen jetzt nochmal ganz kurz diesen Tanz, weil ich muss ihn lernen, okay? Also, wie fängt er an? Links war das. Erst nach links, warte, ich geb dir das. Du machst jetzt den Instructor. Alles klar. Erst nach links und dann nach rechts. Dann nach oben und unten. Und dann tobt die ganze Halle. Ja, ich hab es gefunden. Erst nach links und dann nach rechts. Und dann nach oben und unten. Und dann tobt die ganze Halle. Ja, ich hab's gefunden. Ein Riesenapplaus für Alexa mal. Winko. Ja, du merkst, deine Fans sind wild und mindestens genauso gefährlich wie dich. Und deswegen geben wir wieder nach hinten mit deinem letzten Mal. Was trägt der Teufel? Ja. Winko, da stehen so viele Menschen, die alle deinen Tanz tragen und dein Hemd tragen. Wie fühlt sich das an? Ich bin ziemlich sprachlos. Es war ziemlich geil, auch das jetzt nochmal von Backstage aus zu sehen, das erfüllt mein Herz. Geil. Du hast ja auch heute die Chance, du bist der einzige Solokünstler hier im Finale und bisher hat nur einmal ein Solokünstler das Toys to Masters Finale gewonnen, das war Tilman Ringer. Glaubst du, dass du das heute schaffen kannst? Ich würde es mir natürlich wünschen und die Hoffnung stirbt zuletzt, auf jeden Fall.